bin schon so am Werkeln, fragt bei uns Gedönse und weiß ich nicht. Und wir warten die ganze Zeit auf Pierre anruft, aber Pierre ruft irgendwie nicht an. Ich wäre der Meinung, er würde um 11 anrufen. Daniel hat verstanden um 12. Jetzt ist 12 sogar schon durch und ist immer noch nicht angerufen. Jetzt ist erst am Mittagessen. Und dann rufen wir nochmal an. Also er stoppt es dann nochmal um. Ja. Nervig. Aber zumindest ging es Internet so weit gestern, dass ich wieder Hörspiel hören konnte. Das war ja davor auch nicht gegeben, wobei er schon sagte, man muss es neu starten. Aber es hat ewig gedauert wieder. Das ging einfach gar nichts gegen. Das nervt. Das nervt wirklich richtig doll. Na, wir werden sehen. Was der denn nachher sagt, wenn der gleiche wieder dran ist. Wahrscheinlich kriegen wir irgend so eine andere, ich nichts verstehen, Tour dann wieder ran. Hatten wir das auch schon gehabt. Dann. Also, man weiß ja nicht, wer in diesem Kurs hinterher rangeht. Blöd. Naja. Wie gesagt, jetzt erstmal abwarten, bis wir etwas essen und dann hier rumwerkeln und dann anrufen. Nochmal und gucken, dass es dann vielleicht funktioniert. Ich werde das schnell einmal mit Trinidad Valley spielen. Ich habe jetzt hier ganz weit hier gesessen. Und bevor das Internet abbricht, dass ich dann wenigstens das mache, was Internet braucht. So, aber im Internet geht wieder nicht so richtig. Beziehungsweise, es könnte sein, dass wir wissen, woran das Lied, das er nicht angerufen hat. Das Servicetelefon ist nämlich wieder down. Jetzt haben wir eine Stunde gewartet, mit dem neuen Router Router. wieder anzuklemmen und nochmal anzurufen. Und ja. Jetzt können wir wieder eine Stunde warten oder länger, bis sich das Ding einwählt. Bis der Alte sich einwählt. Ihr merkt, wir sind leicht genervt von dem ganzen Kram. Ja, viele wissen, dass 5 bis 10 Minuten dauert das maximal und dann läuft der Router, wenn man neu startet. Ja, heute bei uns nicht. Im Moment. Heute? Im Allgemein Moment, nicht. Ja, genau. Oh. Aktuell dauert es so 1 bis 2 Stunden. Hey, immerhin nicht mehr viel wie das eine Mal. Wir warten mal heute ab, ne? Ja, oh Gott, ey. Bestimmt, weil es heute so grau und kalt draußen ist, Ich habe deswegen geht's keine nicht. Ahnung, ey. Scheiße. Ja. Gucken wir mal. Aber vielleicht ist das wirklich das Problem, warum man nicht angerufen hat. Weil er auch nicht ins System kommt oder raustelefonieren kann oder irgendwas. Ja. Kann ja sein. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es bleibt spannend. Ich habe echt reingerannt. Ist gut, ja? Jetzt geht er wieder. Ja. Die ist mir runtergefallen, die Blume. Und dann habe ich mit, oh, das ist eigentlich, die man andrücken kann. Habe ich gemacht. Da kam er reingerannt. Ja, da kam auch hinterher. Aber ja, ist er hier hochgestiegen, als er mal angemacht habe. Und dann hat er an der Blume geschnüffelt. War gerade ein bisschen lustig. So, ich hatte gerade noch mein Live-Dingenskirchen. Zwischendurch ging es hinterher wieder. Keine Ahnung, ob sich dann wieder mit meiner verbunden hat. Es ging zum Glück, es ging zum Glück. So, ich gehe jetzt lesen. Ausschließlich nur noch lesen, es ist schon viel zu spät. Wahrscheinlich auch gleich schlafen. Ja, schon gleich 10. Das heißt nicht mehr lange. Aber ein bisschen lesen möchte ich noch. Von daher werde ich es auch machen. Und dann ein bisschen was trinken, eingießen, mich noch ein bisschen hinsetzen zum Lesen und ja, mal gucken, wie lange ich denn morgen schlafen darf. Heute durfte ich nur bis 8 schlafen, dann haben die wieder rumgekaspert hier. Und der Teddy gerade wieder so Fellverlust hat, sah das aus wie zerrupftes Huhn auf dem Boden. Ja, dann wurde wieder gebürstet. Genau. Ja. Mal gucken. Pfote geht so. Geht so. Noch keine Verbesserung zu gestern, aber zumindest. Es wird schon. Das wird schon werden. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich mich gemeldet habe. Hallöchen erstmal. Es ist schon 14 Uhr. Ich wurschtel hier noch dein Telefon schon wieder. Ja, ich bin gerade ein Newsletter gedönt, sich hier noch ein bisschen am Mangeln. Ob Essensfeuer und mein Kreislauf ist heute nicht so. Ich habe gestern Abend schon so ein bisschen und heute habe ich mir was geschmissen gehabt. Jetzt geht's gerade wieder. Was gegessen, ein bisschen was getrunken. Klappt dann schon wieder. Ich habe natürlich getrunken vorher, keine Ahnung. Ich wollte mich vorher auch in 2 Stunden Livestream, in einem Livestream genauso wie gestern Abend ja auch schon. Ja, aber ich glaube, es ist mal, ich glaube, die Woche ist dann nichts mehr. Lass mich kurz gucken. Ich weiß es nicht auswendig. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, aber ich weiß es nicht mehr. Nee, die Woche ist nichts. Das war's für die Woche. Nächste Woche geht's weiter. Wann? Am Dienstag, genau. Und da habe ich auch gefragt, ob das aufgezeichnet wird. Das ist sehr gut, weil ich muss ja dann nach einer Stunde, wenn ich da drin war, muss ich ja auch schon. Also ich hole mir das vielleicht komplett dann erst später an, weil ich ja
aus dem Vorstellungsgespräch muss am Dienstag. Genau. Oh. Luna Belli habe ich schon gespielt. Gelesen habe ich gestern noch richtig viel. Also etwas über 100 Seiten habe ich tatsächlich gestern gelesen, obwohl mir es gar nicht so lange so viel vorkam. Aber gut, irgendwie ist alles ein bisschen schwummserig gerade. Das Internet ging gestern Abend irgendwann wieder. So kurz vorm Schlafen gehen. Das ist Lachen, ne? Der ist immer so laut am Telefon. Jo. Logis muss ich noch schneiden und dann noch eins drehen eigentlich. Ich weiß noch nicht, ob ich es heute schaffe. Wenn nicht, muss ich Sonntag machen. Was ist das für Sonntag? Meine Neuzugänge. Je nachdem, wie ich mich nachher fühle. Gucken wir mal. Jetzt gerade fühle ich mich etwas nicht so, als ich mich für ein anderes Video als im Blog für die Kamera setzen könnte. Was ist das? Ja, genau. Und sonst ist hier eigentlich relativ ruhig. Ich bin echt noch so im Urlaubsmodus, keine Ahnung. Ich schätze mal, dass es erst übernächste Woche wieder besser wird. Dass dann wieder mehr Elan da drin ist. Naja, passt schon. Wird schon alles werden. Genau. So viel erstmal dazu. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein bisschen lesen. Trinken, lesen, entspannen. Und dann gucken, was ich hier weitermache. Also, die Woche ist auch wieder ein bisschen lame. Wahrscheinlich habe ich mir letzte Woche mit dem ganzen Laufen so verausgabt, dass ich einfach gerade gar nichts mehr machen kann. Keine Ahnung. Sacke, erstmal wieder reinkommen. Eichhörnchen gesichtet. Wie bei Daniel hat Eichhörnchen gesichtet. Knusperte irgendein Ast, Zweig, irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas muffelt es da. Scheint zu schmecken. Es ist langsam richtig dunkel draußen, wenn man vielleicht sieht, dass ich das Licht anhabe. Und dann geht es echt nur noch raus, Roller fahren. Jetzt kann er seinen Scheinwerfer ausprobieren. Der gewechselt hat. Okay. Haben Sie dann die Kamera mit oder was? Dann kannst du da mal eine Nachtfahrt machen oder so. Oh weia. Nee. Und dann hat er festgestellt, dass die Kamera nicht mit hatte. Also die hat er jetzt auch um. Bei der Rodelbahn, dass sie am Falschraum montiert war. Ich habe nichts damit gemacht. Ich habe einfach nur den Verschluss auf und zu gemacht und das umgeschnallt. Ich habe schon gemerkt, es fühlt irgendwie nach unten. Deswegen ist es auch so nach unten. Dann fiel mir ein, so, ich habe das Video heute geschnitten und vergessen, das reinzumachen, was ich da gefilmt habe. Auch wenn man wahrscheinlich nur meine Beine sieht und meine Arme sieht. Ich pack's trotzdem mit rein. Aber ich habe es halt vergessen. Jetzt darf ich das ganze Video nochmal schneiden. Ich hoffe, ich habe das dann nicht in den Urlaub online geschubst. Ich hoffe, es ist einfach noch in dem Programm drin. Ich meine, es geht auch so, aber... ich wäre fertig. Ich müsste nur noch für Sonntag eine Video drehen und schneiden. Das mache ich am Sonntag. Und ein Video für Daniel schneiden. Ach, das ärgert mich jetzt total, ne? Das ärgert mich jetzt richtig, dass ich das vergessen habe. Oh. Da muss ich erstmal runterladen aus der GoPro Cloud Dingsterbumster und. Zumindest habe ich den Link schon mal. Das ist schon mal viel wert. Trotzdem ärgerlich. Das wollte ich jetzt eigentlich erst ausmachen, weil der Rechner ist ja schon aus. Aber gut. Ich habe übrigens das App-Versprechen ausgelesen. Hallo Teddy. Was hat er jetzt? Was zuckst du denn da so komisch? Ist da was? Ist ein Viech entdeckt oder was? Keine Ahnung. Ja, Apple-Versprechen ausgelesen und gleich ein neues Buch angefangen. Ich konnte mich erst nicht entscheiden, was ich denn lesen soll. Ich habe erst überlegt, Regina Meißner, aber ich habe gedacht, Fantasy ist gerade doch nicht ganz so meins, was ich jetzt lesen will. Es ist Sommer und ich habe seit einigen Jahren dieses Sommerbuch Wohlfühl-Dingenskirchen-Zeugs. Und dann habe ich gedacht, okay, eins zu den neuen Büchern oder eben das, was ich auch im Urlaub mit hatte und nicht gelesen habe. Und zwar die kleine Puppenklinik. Und was soll ich sagen? Ich habe gerade erst angefangen.
Ja, liest sich gut. Ich bin sofort drin. Das Lustige ist, beim Erbversprechen geht es auch um einen Vater mit zwei Töchtern, der seine Frau verloren hat. Hier geht es um einen Vater mit einer Tochter, der seine Frau verloren hat. Und die war bei einem Unfall. Also ich komme mir gerade vor, als wenn ich Erbversprechen weiterlesen würde. Fast, nicht ganz, aber also es ist natürlich auch, es geht ja auch um Lena, die die Puppenklinik hat und die eine Kündigung bekommt bis zum Ende des Jahres und da raus muss, obwohl dieses Geschäft schon seit 100 Jahren existiert. In einem kleinen Hinterhof, da ich mich gerade an was anderes erinnert, als die Beschreibung kam, sie geht durch ein, ich glaube, es war auch ein schmiedeeisernes Tor, ich weiß nicht gar nicht, über Torbogen oder irgendwas, eher Hinterhof, ich dachte mir so, nein, nein. Da musste ich mir was anderes denken. Aber es sind, glaube ich, nur zwei Geschäfte. Also eine kleine, ein Mann Trattoria und die Puppenklinik. Aber so schön beschrieben. Und bis auf das Blau ist hier in der Beschreibung grün, die Tür und so, ist es genauso beschrieben. Total schön. Mit der Bank, mit dem Tisch, mit Efeu und den Rosen, glaube ich, ja. Und einem Schild. Ich weiß nicht, ob das Schild ist ein Emaille-Schild. Kann schon sein. Emaille ist doch weiß, ne? Ja, jedenfalls so. Wie kam ich jetzt darauf? Keine Ahnung. Auf jeden Fall lese ich jetzt weiter. Ich habe auch bei Redo alles nachgetragen, was ich dieses Jahr gelesen habe, weil immer noch stand so, ja, du hast 6 Bücher gelesen oder 7 oder was. Ich habe so, nee, ich habe mehr gelesen. Also habe ich da schon mal alles aktualisiert. Nichts erneut zugängen, aber gelesenen zumindest. Sieht gleich viel schöner aus, weil ich bin jetzt da gerade wieder dabei, seit einfach einer Woche, jedoch, seit dem 1.7. wieder alles der aktuellen Zeit, auch was ich gelesen habe, zu tracken. Genau, so. Moment, ich habe es dahin wiederkommen, beziehungsweise bis es da hochgeladen, sag ich schon, hochgefahren ist, dann werde ich erstmal hier weiterlesen und ach Mann, das ärgert mich jetzt. Das Programm muss ja auch mal starten. Das dauert ja erst eine Weile. In einem Clip, ne? Ich hätte es auch am nächsten Tag reinpacken können. Hätte keiner gemerkt. Höchstens, dass ich die gleichen Sachen anhabe. Aber sonst, wo sieht man das überhaupt? Ich glaube, man sieht nur die Hose. Meine Arme sind ja sowieso unangezogen. Ich glaube, er hätte gar nicht... Oder sieht man mein Shirt darunter noch? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es nur ganz kurz auf dein Handy gesehen. Ich habe nur gedacht, so nein. Ja. Egal. Es gehört da rein. Fertig ist.